Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Da sind wir wieder mit eurem Gottesdienst. Dieses Mal ist es, ja, einer von heute. Wir hatten ja zweimal einen Gottesdienst vom vergangenen Jahr eingetan, aber jetzt sind wir wieder live da. Heute hat der Sonntag einen eigentümlichen Namen, der heißt Misericordias Domini, das ist lateinisch und heißt so viel wie der barmherzige Herr oder der gute Hirte. Und davon wollen wir heute hören, dass Jesus unser guter Hirte ist. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir in Frieden leben können. Amen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das ihr alle gut kennt, das Kindermutmachlied. Und wenn es noch jemand nicht kennen sollte, dann könnt ihr das Video ja immer wieder zurückspulen. Und dann lernt ihr das ganz schnell. Sagt, ich mag dich nur und find dich ehrlich toll, dann kriegt er Schätze, Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la. Ja, nun wollen wir hören, was Jesus dazu sagt. Eines Tages kamen wieder einmal Zolleinnehmer und andere im Volk verhasste und verachtete Menschen zu Jesus. Darüber ärgerten sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie sagten: Seht euch einmal an, mit was für schlechte Menschen sich Jesus abgibt. Mit unanständigem Gesindel, das den rechten Weg verlassen hat. Er setzt sich sogar an den gleichen Tisch und isst mit ihnen. Jesus hörte, was sie sagten. Er wandte sich zu ihnen und erzählte ihnen eine Geschichte. Stellt euch vor, einer von euch besitzt 100 Schafe. Eines Tages verlässt ein Schaf die Herde. Es geht immer weiter weg, so weit, dass es den Heimweg nicht mehr findet und in Angst vor wilden Tieren umherirrt. Was tut jetzt der Hirt?
Er lässt die ganze Herde allein auf der Weide und sucht das verirrte Schaf. Und wenn er es endlich findet, hebt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und allen Menschen, denen er begegnet, ruft er zu: Freut euch mit mir, mein Schaf war verloren, aber ich habe es wiedergefunden. Deshalb, fuhr Jesus fort, gehe ich zu den verachteten Menschen, um mit ihnen zu essen, zu reden und zu feiern. So fangen sie an, Gott zu vertrauen. Und Gott freut sich, wenn ein solcher Mensch wieder zu ihm kommt. Er freut sich sogar mehr über solche Menschen als über jene, die meinen, sie seien besser als die anderen. Ihr Lieben, das kennt ihr doch sicher auch. Ich kann das viel, viel besser als du, oder? Ich habe viel bessere Spielsachen. Oder ganz schlimm, ich habe eine Markenjeans und Markenturnschuhe und du nicht. Ich bin überhaupt viel besser als du. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt und das tut weh, wenn man so etwas gesagt bekommt. Da fühlt man sich, ja, als wäre man überhaupt nichts wert. Man fühlt sich ausgestoßen und ja, einsam und klein. Und dann gibt es aber auch Menschen, die solchen Leuten auch noch beipflichten. Die sagen, ja, das stimmt, das ist richtig. Anstatt zu sagen, Mensch, jetzt hört doch endlich mal damit auf. Es kommt doch darauf an, wie man ist und ja, was man tut und nicht, was man hat. Und da hat Jesus eine Geschichte erzählt. Weil Jesus ja genauso gegangen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, das waren sowas wie die Pfarrer und Pfarrerinnen heute, die meinten, etwas Besseres zu sein und ärgerten sich darüber, dass Jesus mit Menschen zusammen war und gegessen hat, ja, die keiner mochte. Natürlich, da werden auch einige dabei gewesen sein, die einiges auf dem Kerbholz hatten. Steuereinnehmer zum Beispiel, die mehr verlangt haben, als sie hätten verlangen dürfen. Und andere Menschen, die so allerhand Böses getan hatten. Und mit denen hat Jesus gegessen. Und das hat die Schriftgelehrten halt verärgert, weil sie sagten, ja, wir sind doch diejenigen, die gut sind. Warum kommt Jesus nicht zu uns? Und da sagt Jesus, das ist doch genauso wie bei einer Schafherde. Da hat ein Hirte 100 Schafe. Wenn ihr mal Schafsherden gesehen habt, dadurch wisst ihr, dass es Schafsherden gibt, die viel größer sind. 500, 600, 700 Schafe. Aber wir bleiben mal bei den 100. Und dann verirrt sich ein Schaf. Ein Schaf ist ein Herdentier. Das heißt, das fühlt sich nur in der Herde sicher. Und wenn so ein Schaf plötzlich alleine ist, dann wird es unsicher. Dann läuft es umher und er verirrt sich immer mehr. Und was hat der Hirte jetzt gemacht? Er hat die anderen alleine zurückgelassen. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil meistens haben Schafhirten ja auch Schäferhunde dabei, die dann auf die anderen Schafe aufpassen konnten. Und hat dieses Schaf gesucht. Und dann sagt Jesus, als der Hirte es gefunden hat, da hat er es auf seine Schultern gelegt und hat jedem erzählt, der vorbeikam, guckt mal, ich habe Gott sei Dank mein Schaf wiedergefunden, was sich verirrt hat. Mit diesem verirrten Schaf meint Jesus genau die,
die eben bei den anderen nicht so toll gefunden werden. Menschen, die sich über andere lustig machen, die sagen, Mensch, ich bin besser. Oder Menschen, die ja eben auch schon mal böse sind. Das kennt ihr doch auch. Aber Jesus möchte eben genau zu diesen Menschen kommen, damit sie aufhören, böse zu sein, damit sie ja zu Gott gehören, dass sie merken, es lohnt sich eigentlich gar nicht, wenn ich mich über andere lustig mache. Es ist doch viel besser, wenn ich mit allen gut auskomme. Es ist doch egal, ob ich jetzt bessere Klamotten habe oder ob ich meine, ich könnte das alles besser. Nein, dann fange ich an, demjenigen zu helfen, der eben Schwierigkeiten hat. Meinetwegen beim Rechnen oder beim Lesen oder mit der Sprache. Das kennt ihr ja auch, es kommen ja viele Flüchtlinge, die dann kein Deutsch sprechen. Und wie froh sind die darüber, wenn sie geholfen kriegen. Und dass eben keiner sagt, nein, die mag ich nicht und die sollen gar nicht hier sein. Nein, genau darum geht es Jesus. Und das meint er damit, wenn er die anderen, die anderen Schafe zurücklässt und eben genau dieses eine Schaf, was vielleicht anders ist, sucht. Das ist so schön, dass Jesus möchte, dass sich alle Menschen gut verstehen. Ja, dass wir miteinander und nicht gegeneinander sind. Dass wir, auch wenn wir unterschiedlich sind, gut miteinander auskommen und uns gegenseitig helfen. Und ob die Schriftgelehrten das verstanden haben, das wird hier nicht gesagt. Aber Jesus hat denen immer wieder gesagt, Leute, so geht das nicht. Auch wenn ihr meint, alles über Gott zu wissen, dürft ihr nicht so tun, als wenn ihr besser wärt wie andere. Ich suche diejenigen, die zu mir kommen wollen und sich bessern wollen. Und wenn ihr meint, gut zu sein, dann tut auch so. Und meint nicht noch zusätzlich, dass ihr besser werdet wie andere. Und das ist so toll an Jesus, dass er ja jeden so nimmt, wie er ist, dass er jedem hilft, der um Hilfe bittet und auch eben möchte, dass wir miteinander gehen und uns verstehen und nicht übereinander herfallen. Und das ist gut so. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, da wird die Heidi immer die Strophen vorlesen, da geht es nämlich genau um solch ein Schäfchen. Sieh, das kleine Schäfchen hat sich ganz verirrt. Es sucht nach dem Hirten, weil es dunkel wird. Ich spiele mal die Melodie vor. Sucht es überall, bis er es gefunden, bringt es in den Stall. Und der gute Hirte sucht es überall, bis er es gefunden, bringt es in den Stall. Jesus, du mein Hirte, suchtest auch nach mir. Du hast mich gefunden. Ich hab's gut bei dir. Jesus, du mein Hirte, suchtest auch nach mir. Du hast mich gefunden. Ich hab's gut bei dir.
hab's gut bei dir. Nun wollen wir miteinander beten. Bereit sind meine Augen und meine inneren Augen. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, die ich anderen reichen möchte. Und bereit ist mein Herz. Ich bin jetzt bereit für dich, Jesus, du mein guter Freund. Wir machen unsere Augen zu und beten. Jesus, es ist gut, dass du wie ein guter Hirte bist, dass du auf uns aufpasst, ja, dass du uns suchst, wenn wir einmal nicht das Richtige tun. Dass wir dann wissen können, wir sind nicht alleine. Du suchst uns so lange, bis du uns gefunden hast. Und dann nimmst du uns in deine Arme und tröstest uns und sagst uns, wie wir es machen sollen. Dafür danken wir dir, Jesus, dass du so bist, dass du willst, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir anderen helfen, die Hilfe brauchen und dass andere sich auf uns verlassen können. Sie spüren, dass wir für sie da sind, genau wie du für uns da bist, Jesus. Und dafür sagen wir dir Danke. Und jetzt wollen wir so miteinander beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Gott sei über uns wie die Sonne und der Mond. Gott sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Gott sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Gott sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und Gott sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.